Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionenturm. Warum ist hier ein rotes Kreuz? Und wie komme ich an die Insignie? Irgendwo da, wo halt dementsprechend eine Röhre ist. So, du kannst einen Kopfnuss machen. Ich halte mich dann mal so langsam hoch, ne? So, dann einmal kurz Schnelltausch auf Kukio und Panzerstoß. Cool, der macht also so einen Breakdance. Mal kurz überall mit dem Hammer drum hauen. Hey, da hinten ist auch so ein Sternensplitter. Nice, so würde ich mal sagen. Mal kurz speichern. Und würde ich mal sagen, ich denke mal, damit komme ich dann höchstwahrscheinlich auf die andere Seite, ne? Oder auch nicht. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, ich bin jetzt hier oben. Juhu! So, dann tausche ich jetzt mal wieder auf Gumbrina, weil sie macht einfach Doppelschaden mit 4. Na, mein Mario-Stift ist kein Problem. Gumbrina regelt schon. Und das Level-Up kommt so langsam näher. So minimal. So, hier ist scheinbar nichts. Mal kurz Arona raus. Erstangriff erfolgreich. So, hier ist ein bisschen, kann man vielleicht irgendwas mit Item? Nein, ich möchte keine Items verschwenden. So, dann kannst du auch mal Powerpanzer machen. Yeah. Ein Schäfchen. Ein Tropfpilz. Ein Pilz, das für eine Weile die KP ansteigen lässt. Okay. Da ist eine Röhre. Keine Ahnung, für was das da ist. Da komme ich nicht hin. Okay. Seiten. Aha. Gut, aber da kam ich noch nicht weiter. Da fehlt mir die Fähigkeit, würde ich mal sagen. Ach, hier bin ich. Okay. Gut, aber
Gut, dann kann ich ja wieder zurück, weil da war ja noch andere Röhren, ne? Jetzt nur ein bisschen belasten, dass ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück muss. Minimal belastend. Ich nehme die Abkürze mit der Röhre. Aber da war ja noch eine Röhre und dann war ja auch noch... Ach, mit der anderen Röhre kommen wir höchstwahrscheinlich hier wieder raus. Ich möchte jetzt erstmal hier lang. Bin hier gelandet. Abgeschlossen. Ihr wollt also diesen großen Tor in den Katakomben öffnen? Die Frage ist nur, was sich dahinter wohl verbirgt. Ich bin der artige Masko. Kennst du eigentlich den coolen Trick? Es wirkt, wenn du im Kampf beim Einsatz dieser Technik A gut getimt drückst. Wenn du geschickt bist, hebt sich die Stimmung im Publikum gewaltig. Das Timing ist je nach angewendeter Technik verschieden, aber ich verrate dir etwas. Drücke A bei Arunas Body Slam kurz, nachdem sie auf den Boden stößt. Zu kompliziert, wenn du dich anstreckst, hast du es schon. Oh hallo, bist du auch zu Forschung hier? Was, du bist ein Abenteurer? Ach so, von diesem Beruf höre ich heute zum ersten Mal. Ist echt damit gerechnet, dass da jetzt so ein Sternsplitter ist. Oh, da ist eine Truhe. Erweicher. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Warte auf mich. Oh, jetzt muss ich warten. Oh, ein Kunde? Mein Kumpel weiß über alles Bescheid, frag ihn ruhig. Es kostet allerdings was. Sei gegrüßt, ich bin ein genialer Tippgeber Fabulas. Ich verfüge über viele wertvolle Informationen. Bestimmt können dir einige davon sehr nützlich sein. Wenn du etwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Für 5 Mützen erkläre ich dir etwas über die Rohlinger Legende. Wusstest du, dass es in den Rohlinger Katakomben ein gewaltiger Schatz sein soll? Er stammt wohl aus einer vor langer, langer Zeit versunkenen Stadt. Aber vielleicht ist es auch nur eine Legende. Aber nach meinen Informationen soll dieser Schatz tatsächlich existieren. Was? Woher ich das weiß? Das verrate ich nicht. Geschäftsgeheimnis. Also dann, wenn du wieder mal was wissen willst, komm vorbei. Ich weiß auch eine ganze Menge wirklich. Zum Beispiel, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Aber was bedeutet, weiß ich es auch nicht. Willkommen, Meister Beamtees Bar. Hier gibt es nützliche Infos für Reisende. Bitte mach es dir bequem und genieße deinen Aufenthalt in unserer Bar. Wuhu. Ultra Pilz, Gelee Royal, nahrhafter Snack. Für 50 pp wieder her. Ein Goldbarren. 2 Goldbarren. Würde mal sagen, nice. Und hier ist bestimmt noch so ein Sternsplitter drin, ne? Nein. Wie man hier die Sachen auch sieht am Fenster. Okay, dann würde ich mal sagen,
Gehen wir mal wieder zurück. Gegner sind respawned. Die falsche Taste. Ich vermisse diesen Triadrücker. Dann gehen wir noch einmal zum Ostend. Moloski. Alles schon. Wir müssen ja eh wieder zurück zum Westend, von daher. Autsch, wer braucht denn sowas? Beim Angriff imitiert Mario Peach Stimme. Hätte ich mehr Kohle, hätte ich das sicher genommen. Aber schön, das ändert sich ja. So gesehen, jedes Mal, wenn ich den Ort wechsle. So, Moloski, ja. Hast du Moloski? Warte nochmal. Dieser Moloski würde ich ja gerne mal vom Angesicht zu Angesicht begegnen, aber ich habe keine Ahnung, wo sich die Räuberbande versteckt hält. Irgendwoher soll wohl ein geheimer Durchgang geben. Aber wo, bitteschön, soll ich hier ein normaler Mensch durchzwingen können? Aha, okay. Habe ich nicht letztens noch einen Schlüssel gefunden gehabt? Aber nicht, ne? Ein Sternsplitter. Da oben ist auch schon wieder ein Sternsplitter. Oh. Das ist auch schon wieder eine Insignie. Wer ich bin? Ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben, aber davon konnte ich nicht mehr leben. Moloski hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Toller Karrieresprung, findest du nicht? Geh dann einmal hier rein. Ich denke mal, das ist der Moloski, deswegen gehe ich jetzt noch mal erstmal in den anderen Gebäude rein. Unglaublich, du hast den Hintereingang gefunden. Aber du weißt ja, unsere Aufträge sind teilweise ziemlich heikel. Verrate also bitte niemanden, dass wir es sind, die die Jobagentur betreiben. Hey, was machst du denn hier? Wie kannst du mich nur so von der Seite anquatschen? Oh, von Typen wie dir besiegt zu werden, tut echt doppelt weh. Was soll das? Du kannst doch nicht einfach in das Versteck des Gangsters Moloski eindringen. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Was? Du willst wissen, wie man zu diesen Schurken Alpanone kommt? Wegen diesem kleinen Kerl bringen anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas. Kapierst du das? Sogar von uns verlangt dieser Alpanone gnadenlos Schnutzgeld. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut, das kostet dich 64 Münzen. Kein einziger weniger. Geheime Informationen sind teure Angelegenheit hier, bitteschön. Bist du sicher? Nein. Was soll das? Kannst du dich nicht entscheiden, oder was? Komm wieder, wenn du auch bereit bist. Da. Wenn ich auf nicht bezahlen gehe. Was soll das? Jetzt bist du plötzlich nicht mehr? Na gut, soll mir recht sein. Du wirst sollen wiederkommen, wenn du etwas willst. Ich muss zahlen.
Na gut, die 64 müssen aus der Dorf bezahlt. Also hör gut zu. Kauf im Laden neben der Spielhalle einen Trockenpilz und ein Schwürbar. Achte auf die Reihenfolge. Kaufe erst Trockenpilz und dann den Schwürbar. Dann frage dich der Lagerbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von Albermodo kommst. Alles klar? Yep. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld. Trockenpilz spürbar, gelb. Und nun muss ich ein paar Sachen verkaufen. Hier lang. Trockenpilz und Schwörber. Ah, das reicht. Dann laden wir mal den Ultrapilz erstmal, den Tropfpilz, den Tropfsirup. Und jetzt. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Gelb. Oh, das war die falsche Frage. Also noch einmal. Welche ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Gelb. Das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter vom Albermone. Ich habe die Tür für dich geöffnet. Bitteschön. Komme ich jetzt an die Insignia? Oh, die Insignia ist so nah und doch so fern. So nah und doch so fern. Hey, du bist im Büro der Balmol-Familie. Also zeige Felix ein wenig Respekt, verstanden? Verschwinde, du hast ja nichts zu suchen. Was willst du? Ich habe schlechte Laune, ein falsches Wort und du kannst was erleben. Was? Du willst ein Flugticket? Oh. Ganz schön mutig ausgerechnet, Albermone mit so einer Lappalie zu belästigen. Lappalia. Du beleidigst den Boss? Dich schmeiß ich hochkant raus. Ey du willst einen Trabprügel? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Die Trabprügel kannst du danach immer noch kriegen. Also wozu brauchst du das Flugticket? Blablabla, blablabla. Was, du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Und dafür musst du die Sternjuwelen suchen? Das mit den Sternjuwelen hätte ich lieber nicht gebracht, Mario. Sternjuwelen. Sind das etwa die, die in dieser Legende vom Schatz vorkommen? Sehr originell. Diese Pappnase glauben wohl an diesen Diese Pappnasen glauben wohl an dieses Lügemärchen. Natürlich, ohne Frage gibt es diesen Schatz. Ob es diesen Schatz gibt oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Also gut. Wenn du machst, was ich dir sage, bekommst du dein Flugticket. Dann sag uns einfach, was wir tun sollen. Ganz einfach. Also, meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Sie sind gerade erst weg, sie müssen also noch in der Stadt sein. Suche meine Tochter Palmina und diesen Nichtnutz Romanzo und bringe sie hierher. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Um den Rest werde ich mich dann kümmern. Ey Boss, der kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden. Und dann willst du mit so etwas Wichtigem betrauen? Genau, du solltest es uns überlassen, deine Tochter zu finden. Ruhe. Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid, sie zu finden. Also haltet euch gefälligst aus meinen Entscheidungen heraus. Entschuldigung, Boss. Hätten wir wohl besser unser Maul gehalten. Schön, wenn ihr das kapiert. So sieht es aus. Also findet die beiden.
Und so sehen Palmina und Romanzo aus. Also, verstanden? Wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben. Ich hätte gerne einen Palma als Partner. Wäre so nice. Ich bin so ein Fan von den Palmas. Oh, ich hoffe, ich krieg die nächste am Bombob. Ich brauche. Ach, brauche. Easy, Nier. Gut, aber ich denke mal, die sind dann hier hinten. Weil hier war ich ja noch nicht gründlich am Durchsuchen. Ich liebe Bahnsteige. Unzählige Dramen müssen sich hier schon abgespielt haben. Oh, alleine schon die Vorstellung. Aha. Der Glimliner fährt nach Bad Glimmerich. Passagiere können nur mit gültigem Ticket einsteigen. Ich finde es viel spannender, den Zug anzuschauen, als damit zu fahren. Wenn man drin ist, sieht man gar nichts mehr von seinem imposanten Äußeren. Und ehrlich gesagt, könnte ich mir die Fahrkarte sowieso nicht leisten. Der Flug geht nach Falkenheim. Um mit uns zu reisen, brauchst du ein Ticket. Brauche erstmal Speicherblock. Wie der Ladescreen schon eigentlich spoilert. Hallo? So sehen die Sternfarben aus. So, wo könnten die nur sein? Sind sie vielleicht unten am Deck? Nehmen wir hier mal überall dranhauen, ob hier vielleicht noch ein Sternsplitter ist. Oh, du bist doch Mario, oder? Ich freue mich sehr, eine Berühmtheit wie dich hier zu treffen. Übrigens, hast du nicht Lust, dich zu beteiligen? Ich bin Pinky und gehe demnächst in die staubtrockene Wüste, um nach Öl zu bohren. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages auf einen Schlag reich zu werden. Und jetzt scheint der Moment gekommen zu sein. Allerdings bin ich noch ein wenig stark, Kapital. Du solltest mir etwas leihen. Ich nehme Beteiligung ab 100 Münzen entgegen. Schade, aber da kann man wohl nichts machen. Ich bin noch eine Weile hier. Komm vorbei, wenn du etwas investieren möchtest. Mal schön draufhauen. Hier sind sie ja. Nanu, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich, um uns zurückzuholen? Was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Na, einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palmina, vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall, Romanzo. Du weißt genau, was da mit uns geschieht. Wenn wir es ihm alles erklären, bitte uns sicher verstehen, Palmina. Oh, Romanzo, soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich liebe ich dich mehr als alles andere auf der Welt. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende dieser Welt. Aber Palmina, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir. Echte Liebe überwindet jedes Hindernis. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Und du, ich bitte dich. Wirst du meinem Vater sagen, du hast uns nicht gefunden? Vielen Dank. Du bist ein echter Kavalier.
Wir sagen es Topstep. Oh Mario, was tun wir denn jetzt? Wenn wir Alpamone nicht davon berichten. Aber ich fürchte sehr, er wird uns bestrafen. Aber die Liebe...